Hallo, herzlich willkommen zur Sequenz platonische Körper, in der ich die fünf, gibt's davon, platonischen Körper vorstellen möchte. Das ist eine erste Idee vom atomaren Aufbau, kann man fast sagen. Kleinste Bausteine, die etwas Größeres ergeben. Sie sehen hier, die Idee war die Elemente Feuer, Erde, Luft, Wasser und das Universum dann noch dazu. Sich so als kleine Partikel vorzustellen, aus denen jeweils das entsprechende Element besteht. Die Idee kam von Platon, großen Philosophen, und er hat sich auch mit Mathematik beschäftigt, mit regelmäßigen Körpern, und ist dann eben hier auf diese fünf regelmäßigen Figuren gestoßen. Die sehen hier, diese Figuren bestehen immer aus gleichseitigen Objekten, zum Beispiel das Feuer aus gleichseitigen Dreiecken, und alle Körper sind konvex, das ist auch noch wichtig, also je zwei Punkte, die man verbindet, die auf den Oberflächen sich befinden, haben dann die Verbindungsstrecke wirklich innerhalb des Körpers selber. Es ist auch so, dass da in allen Ecken jeweils gleich viele Flächen aufeinander oder gleich viele Kanten auftreffen müssen. Das gehört auch noch zur Voraussetzung. Und dann gibt es gewisse Bedingungen an den Winkel, dass ich überhaupt noch räumlich werden kann. Und dann schaut es eben so aus, dass es diese fünf hier gibt. Der erste nennt sich Tetraeder. Die sind einfach nach der Anzahl ihrer Flächen benannt. Polyeder heißt ja Vielflächner. Und hier entsprechend Tetraeder heißt Vierflächner. Das ist das Feuer. Das sind vier gleichseitige Dreiecke. Ich würde da mal schreiben, das ist der Würfel. Kann man sich vielleicht am besten so merken, würde einfach sechs Flächen heißen. Dann der Oktaeder. Also habe ich nicht gesagt, der Würfel ist klar, sechs Flächen, alles Quadrate. Dann Oktaeder eben wie, so quasi zwei, nicht zwei Tetraeder aufeinander, aber es ist zwei mal vier gleichseitige Dreiecke, die da verbunden werden. Dann, das Universum besteht jetzt aus regelmäßigen Fünfecken. Da müsste man zählen, wie viel das gibt. Das sind dann 12, wenn man das zählt. Dodekaeder. Und schließlich noch das Wasser, wieder Dreiecke, diesmal 20 an der Zahl Ikosaeder. So. Hexaeder hätte man hier auch noch. Für den Sechsflächner. Voilà. Sie kennen vielleicht die Figuren, die werden häufig dazu benutzt, um Würfel zu basteln, weil sie eben schon regelmäßig sind. Vor allem dieser hier, da ist aus vielen auch Pen Paper Spielen bekannt, der hat 20 Flächen, kann man die Zahlen von 1 bis 20 schön darstellen. Gut, jetzt möchte ich gerade im gleichen Zug noch den Polyedersatz von Euler vorstellen. Der Polyedersatz von Euler, der ist hier notiert in der rechten Spalte, der sagt, die Anzahl Ecken minus die Anzahl Kanten plus die Anzahl der Flächen ist bei einem Polyeder immer gleich 2. Jetzt, hier ist nur für die platonischen Körper aufgelistet, aber gilt allgemein dieser Polyedersatz von Euler. Es gibt auch schöne Beweise dazu. Ich habe in meinem Skript einen Beweis vorgestellt, der quasi die Seiten in Dreiecke zerlegt und dann via diese Dreiecke argumentiert. Das ist eine schöne, iterative Sache. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.